Mein Name ist Sandra. Ich bin 39 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Die beiden sind 2 und 5 Jahre alt. Ich bin Teilnehmerin der Maike Droste Akademie. Seit wann? Seit einer Woche. Also mega spontan. Wie kommt es, dass ich in dieser Akademie bin und jetzt auch noch so super spontan an einer Challenge teilnehme? Ich hatte das große Glück, im letzten Jahr schon von Maike betreut worden zu sein und habe erfahren, wie unglaublich wertvoll es ist, sich dem Thema Rückbildung, dem Thema Schließung der Rektusdiastase gemeinsam in einer Gruppe anzunehmen und das noch professionell geführt von einem Coach. Und das war letztendlich der Punkt für mich, als ich jetzt von der Challenge gehört habe, zu sagen, wow, ich hatte im letzten Jahr schon super Erfolge, bin viel achtsamer mit mir, viel achtsamer mit meinem Umfeld. Da will ich wieder anknüpfen. Deswegen bin ich hier. Was wird mein Fokus für diese Challenge? Mein Fokus wird ganz klar, wieder gute Ernährung in mein Leben zu holen, mich noch besser oder noch bewusster zu ernähren. Das Thema Bewegung wieder einfließen zu lassen, denn tatsächlich ist das auch in den letzten Monaten wieder eingeschlafen. Ich möchte wieder mehr Sport machen. Ich möchte mehr für meinen Körper und insbesondere auch für meine Rektusdiastase tun. Ein großer Punkt ist für mich hier einfach diese Gemeinschaft von gleichgesinnten Frauen, die eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Und das ist so ein Motivationsschub für mich, dass ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Challenge ein Erfolg wird. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Denn diese Präsenz der anderen, der Gruppe, jeden Tag motiviert mich total dran zu bleiben und Gutes für mich zu tun. Und letztendlich weiß ich, wie hilfreich das ist und wie gut ich mich danach fühlen kann. Ich freue mich auf die nächsten 7 Wochen, denn für mich tatsächlich sind es 7 Wochen, in denen ich an dieser Challenge teilnehme. Ich freue mich darauf, präsenter, bewusster und achtsamer zu sein bei all den Themen, die mich im Alltag bewegen bzw. nicht bewegen. So war es ja die letzten Monate. Und bin gespannt, was mich die nächsten Wochen erwartet. Ich bin aber auch gespannt und würde mich total freuen zu hören, wie geht es euch? Habt ihr auch das Gefühl, der Alltag rast an euch vorbei? Ihr habt kaum Gelegenheit, euch Zeit zu nehmen oder bewusst Zeit zu nehmen für Rückbildung, für Sport, für gute Ernährung? Ja, ich finde das total wichtig. Und wie gesagt, das ist das Ziel meiner Challenge, wieder bewusster mit mir und achtsamer mit mir zu sein. Und freue mich auf eure Motivation oder auf eure Einschätzung. Alles Gute!